Je früher Eltern mit dem Vorlesen beginnen, desto stärker profitieren Kinder. Trotzdem lesen 55% der Eltern im ersten Jahr nicht regelmäßig vor. Dabei sollte es fester Bestandteil des Tages sein. 28% lesen nicht einmal innerhalb der ersten 3 Jahre vor. Zu diesen Ergebnissen kommt die Vorlesestudie 2017. Eltern knüpfen das Vorlesen oft an Fähigkeiten der Kinder. 32% beginnen, sobald das Kind sich konzentrieren kann. 20% fangen an, sobald das Kind zu sprechen beginnt. 35% wissen überhaupt nicht, wann sie beginnen können. Dabei ist Vorlesen viel mehr als nur das Fördern von Sprachkompetenz. Kindern gefällt am Vorlesen besonders die Zeit mit Mama und Papa. Die Vorlesestudie ist ein gemeinsames Projekt der Initiatoren des bundesweiten Vorlesetags.